Es geht weiter bei Let's Play Crysis. Ich bin's, euer DMC-Mafix. Im letzten Part waren wir immer noch auf diesem schönen Träger. Und ja, also Flugzeugträger. Und ja, was war da? Die Aliens, die haben das Schiff überrannt. Und ja, Morrison ist dabei jetzt gerade draufgegangen. Wir haben uns die Tech-Kanone aus dem Labor geholt, um möglicherweise Schlimmeres abzuwenden. Dann sehen wir gleich mal, was für eine Power das Ding hat. Ja, Morrison ist tot. Und Helena und Psycho tun uns jetzt mit einem Senkrechtstarter raus. Da liegt Morrison. Und jetzt gehen wir wieder raus und schauen, was draußen abgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut sein wird. Letztes Gefecht. Oh, unser Freund. Erinnert euch an ihn? Oh, wo ist diese verdammte Kiste mit unendlichen Raketenwerfern? Okay, das ist der Endfight. Zack. Ja, den kennen wir schon von vorher, der hat ja auch Strickland getötet. Oh, er wirft, oh! Verdammter Mist! Oh geil, der Alien hat sie im Boden reingebackt. Ich habe mich auch in den Boden reingebackt. Was ist das für eine Kacke? Ja, wirf das Ding raus. Oh, scheiße. Deiner Nähe, verarschst du mich. Warum wirfst du den nicht weg, den Raketenwerfer? Okay, ja, jetzt vereist uns, das ist nicht allzu schlimm. Wenn man ein bisschen die Tasten drückt, dann haut es gleich wieder ab. Schlecht ist, das Ding kann uns auch greifen. Und das zieht dann so viel ab. Ich teste es mal. Warum hat der so lange Beine? Finde ich sexy. Boah, aber warum kann ich diese keinen anderen scheiß Raketen mehr vernehmen? Das kotzt mich gerade saumäßig an. Soll ich jetzt mit meiner... Ja, jetzt muss ich hier mit meiner Gauss kämpfen. Zack. Zack. Nein. Das gefällt mir nicht. Sag einfach hier draufballern auf das Ding. Oh, da tut es zwei Heinis mit der Zunge aufnehmen. Ja, und da kommen unsere anderen Freunde wieder. Die ganz normalen Tentakel. Ja, wer sonst so leicht? Oh, nerv nicht. Speed. Okay, ja, endlich kann ich neue Raketen mit aufnehmen. Dann machen wir mal Speed. Und dann machen wir Party. Weg. Boah, jetzt vereist uns das Viech wieder. Ah, nervig. Was war das? Will ich das wissen? Ich will es echt nicht wissen. Raketenwerfer. Oh, was? Raketenwerfer und Gauss-Munition. Oh, da war sein Bein. Na geil, es kommt da näher. Bam. Okay. Nein! Oh oh. Ich glaube, es hat uns gesehen. Und diese scheiß Tech-Kanone können wir immer noch nicht anwenden. Boah, trifft Nomad. Warum trifft es nicht? Egal, ich habe ja noch eine andere Waffe dabei. Ja, ich bin down, scheiße. Ah, verdammt. Ist echt nicht leicht. Und es nervt mich, diese dummen, normalen Tentakel. Ja, ich bin tot.
wurde so oft vereist. Hey, wo sind hier Feinde? Wo sind hier verdammt nochmal Feinde? Da! Nimm das, Schweinebacke! Na, mein Kleiner? Oh, verdammt, verdammt. Oh, das war knapp. Okay. Oh, hast du sexy Beine. Bam! Ja, meine Rakete ist durch den durchgeflogen. Die ist schon wieder durch den durchgeflogen. Mein Abwehr war auf Satz. Bam! Mein Abwehr war auf Satz, habe ich gesagt. Na geil, trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Okay. Dann schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Okay, Raketenwerfer. Ich liebe Kisten mit unendlich Raketenwerfer-Munition. Ja, geil. Ich kann gerade den nicht treffen hier. Boah, verdammt, verdammt, verdammt. Das finde ich gerade echt nicht sexy. Nimm dir doch ein! Warum kann ich mir gerade keinen nehmen? Ah, verdammt, weil der den schon wieder nicht wegwirft, der Trottel. Ja, jetzt hat er uns, ist auf uns draufgetreten. Jetzt bin ich wieder in dieses scheiß Loch gefallen. Und jetzt wirft der Depp endlich den Raketenwerfer weg. Hallo, oh, ich bin wieder oben. Ah! Ich will aus diesem scheiß Loch raus. Da fliegen die Teile von dem Alien weg. Broke engaged. Yo, Raketenwerfer. Oh, da schockt er zurück und da geht er down. Oh, 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 oh. Wow. Okay, wir haben ihn besiegt. Okay, jetzt kann man gerettet werden. Ganz ruhig und entspannt. Und jetzt schaut in den Himmel raus. Die breiten sich immer weiter aus. Und was kommt da? Vergiss es, Kumpel! Wir fliegen nicht ohne sie. Was? Dreht ab, ich kann dieses Ding töten. Nicht ohne meine Hilfe. Seid ihr verrückt? Dreht ab! Was zur Hölle? Das sieht aus wie die Mami von den ganzen Dingern hier. Okay, dann hilf uns mal, Helena. Die werden wir dringend nötig haben, die Hilfe. Oh, oh, oh. Aber so ein epischer Kampf, wirklich. Wow! Wow, Verdacht! Die schießen mit schweren Geschützen! Okay, schieß nochmal. Nomad, erledige die Geschütze! Da muss ein Schild sein. Wir müssen näher ran, Psycho. Nomad, ich sende jetzt ein Signal über Ihren Anzug. Wir werden beschossen, ich komme nicht an das Ding an! Nomad, zerstören Sie die Geschütze, damit wir nicht. Jo, mach ich, Helena. Bin dabei! Zack, zack, zack. Geschütz ist down. Nächstes nehmen. Oh, epic, epic, epic. Und das letzte Geschütz. Auch weg. Was sie da tun. Ha, ich auch. Okay, jetzt kommt wieder so ein Störsignal. Okay, so bleiben. Moment, warten Sie. Warten Sie, ich glaube, es funktioniert. Ja. Moment, halt super, ich bin down. Okay, Versuch Nummer 2. Okay, so bleiben. Moment, warten Sie. Warten Sie, ich glaube, es funktioniert. Na geil, warum musst du nachladen? Warum musst du nachladen? Ich weiß echt gerade nicht, wie ich das überlebt habe. Eigentlich hätte mich das töten müssen.
Wo ist einer? Wo ist einer? Wo ist einer? Da, ja. Ich hab's! Der Schild ist aus! Benutzt die Tech-Kanone! Mach das Ding fertig! Ich dachte, es wurde gefragt. Jetzt können wir sehen, was die Tech-Kanone drauf hat. Auf den Arm, okay. Das Ding hat einen Wurf. Großartig, ein Problem weniger. Ja, bleibt nur noch das andere übrig. Boah, wirf deinen scheiß Raketenwerfer weg. Okay, ich arbeite an Problem Nummer 2. Jo, mach. Hier sind noch mehr, gib uns Deckung, Moment. Zack. Jo, das kann ich mir denken. Darf ich ballern? Schild Nummer 2 ist aus! Darf ich schießen? Vorwärts, Alter! Zerstör das Geschütz! Okay. Hol's dir mit der Tech-Kanone! Go! Alles klar! Gut gemacht! Raketenwerfer Power! Oh, was kommt jetzt? Da kommt das Viech. Oh, jetzt kommt es auf uns zu. Oh, verdammt! Festhalten! Moment, das Ding versenkt uns! Mach es fertig! Ja, und die Stelle ist ein bisschen gemein jetzt. Ein bisschen sehr gemein sogar. Okay. Hier werde ich jetzt gleich erstmal zum Anfang sterben. Weil ich schon wieder in dieser Dreckshöhle bin. Ah! Wagemutig kämpft sich unser Held durch Feuer. An der Unterseite ist eine Luke. Schießen Sie sie auf und zerstören Sie das Ding mit einer Atombombe von innen. Ja, tu, was Sie sagen. Jo, Raketenwerfer also. Nomad, sprengen Sie die Luke an der Unterseite auf. Kein Problem. Ah, geil, ist immer noch nicht weg. Ah, doch, sie ist weg. Und jetzt geben wir dem Viech den Rest. Jag den Bastard in die Luft! Here we go! Oh, oh. Er ist erledigt, Dome! Vorwärts! Und jetzt viel Spaß bei dem epischen Ende von Crysis. Springen Sie! Los! Los! Na los! Sie schaffen es!
Japan ist eine Flotte hier unterwegs. Sie müsste in einer Stunde hier sein. Na, dann gehe ich mal auf Kurs. Nein! Wir wissen, wie man sie knacken kann. Wir müssen weiterkämpfen. Von wem? Du wirst es nicht glauben, Kumpel. Von Prophet! Er lebt? Und er scheint putzmunter zu sein. Orte seine Position. Wir kehren um. Ladies and Gentlemen, das war Crysis. Ein so geiles Spiel, wirklich. Ich kann es nur jedem empfehlen, einfach, weil es gab viele revolutionäre Shooter. Doom, Quake, Battlefield, alles geil. Aber ganz ehrlich, alles wirklich wird von wirklich Crysis in den Schatten gestellt. Das Spiel, ey, wenn ich jetzt wieder das Ende gesehen habe, ich habe es jetzt zum zweiten Mal erst gesehen, es ist so phänomenal, wirklich. Natürlich ist es jetzt blöd, dass es ein offenes Ende hat, weil wir haben halt jetzt gesehen, wie Prophet lebt, super, und wir fliegen zurück zu den Inseln, super. Ja, und es wird auch bis jetzt in keinem anderen Crysis erklärt, was dann passiert. Also Crysis Ward erzählt ja nur die Story von Psycho. Übrigens, Crysis Ward werde ich blindless playen. Und da werden wir dann nur erfahren, wie die Story aus seiner Sicht ist. Aber wir werden nicht erfahren, was mit Prophet da abgeht auf der Insel, wie er den Atomschlag überlebt hat. Ja, ja, aber trotzdem, Crysis ist wirklich ein so unglaublich geiles Spiel, wirklich, wie es die Welt wirklich, meiner Meinung nach, sonst in wirklich keinem anderen Singleplayer-Spiel, muss ich jetzt betonen, wirklich gesehen hat. Weil allein schon wegen, es gibt nicht, man kann natürlich sagen, ja, ein Spiel ist nicht gut, weil die Grafik gut ist. Muss nicht sein. Ich meine halt zum Beispiel, ein Mass Effect 3 oder 2 hat eine gute Grafik, aber es ist halt nur Unreal Technology. Also, es ist jetzt auch nicht revolutionär, aber es ist auch ein hammergeiles Spiel. Bei Crysis ist es halt so, die Grafik ist einfach ein Punkt, wirklich, wo jede... Wo, ich meine, Crysis ist jetzt 5 Jahre alt. Und ich meine halt, es sieht besser aus als 80% von den Spielen, die jetzt rauskommen. Unglaubliches Spiel, dazu einfach, wie sich das anfühlt einfach, und hier der Nanosuit. Also Nanosuit, Portal Gun, Gravity Gun. Geilste Erfindung, die es jemals in der Videospielgeschichte gab. So hammergeil, und ich weiß, viele Leute finden die Story von Crysis nicht gut. Ich bin da richtig Crysis-Fan, ich finde die Story auch geil. Ich hoffe, in Crysis 3 wird dann wieder etwas mehr erklärt, was da auf der Insel da passiert ist. Ich werde jetzt nicht zu viel spoilern von den Ereignissen, weil die beziehen sich ja dann, also Crysis 3 bezieht sich dann mehr auf Crysis 2 auch. Aber es, ja, man, sag mal so, man müsste wieder mehr über Prophet erfahren in Crysis 3. Und das ist natürlich gut, weil ich will wissen, was da abgeht. Und ja, aber wirklich, Crysis, so ein geiles Spiel, und ich freue mich wirklich, dass, einmal freue ich mich wirklich, dass mein PC das auf höchsten Einstellungen so packen würde. Ich habe es nur auf hoch gestellt, nicht auf sehr hoch, weil ich ihn bisher schonen wollte. Es hat er jetzt schon ein bisschen geleckt, und das tut mir auch ein bisschen leid, aber ja, immer lief es, und es lief ja auch wirklich immer gut. Und jetzt hier beim Abspann leckt es richtig. Egal, es ist ja wurscht. Dann, was kann ich noch sagen? Ja, Crysis werde ich jetzt auch let's playen. Crysis Warhead. Und wie gesagt, Blind. Und das wird die Story von Psycho erzählen, was der halt da Schönes gemacht hat. Und schließlich dann Crysis 2 wird dann Ereignisse, sagen wir mal, mit Ereignissen zu tun haben, die natürlich Bezug auf die Alien und so haben, aber nicht direkt die Story halt weiterführen. Aber ich kann nur sagen, Crysis 2 ist mindestens ein genauso gutes Spiel wie Crysis 1. Und Crysis 1 ist meiner Meinung nach der beste Shooter, Singleplayer-Shooter, den es gibt. Multiplayer gibt es zwar auch, und der ist auch sehr an Battlefield 2 angelegt, und es soll auch ganz gut sein. Ich hatte die Chance bis jetzt noch nicht hinzuspielen, da bei mir immer die Server leer sind. Aber ich kann nur sagen, wirklich, Crysis ist ein phänomenal geiles Spiel, und es ist meiner Meinung nach der beste Shooter, den es gibt. Und hier laufen jetzt noch 10 Jahre die Credits durch. Beim ersten Mal, immer wenn mir ein Spiel gut gefällt, schaue ich mir die Credits zum Ende an. Hier ist es so, dass die Credits sich irgendwann wiederholen, und deswegen überspringe ich sie. Und ja, eins will ich nochmal sagen, zeigen. Hier einmal, finde ich geil. Profil Stays. Nein, nein, nein. Verdammt, Einzelspieler, da, Spieler.
können wir nochmal sehen. Oh, jetzt hängt sich's auf, oder was? Ja, jetzt hängt sich's auf. Ey, ist ja geil. Okay, ja, das hat sich noch nicht aufgegangen. Also einmal hier Epic Screenshot und jetzt schaut euch mal 230 Save States. Ich glaube, das macht mindestens 80% von meinem Computer sind wahrscheinlich von Crysis hier belegt. Weil ich wirklich sehr, sehr oft gespeichert habe. Aber ist auch nötig. Und übrigens, was ich noch sagen wollte, ich werde eine Mod auch disclaimen. Der Wreckage Mod, der von einem kleinen Modder, einem privaten Modder ist. Und der soll richtig geil sein und sollen bis halt die Ereignisse, die halt jetzt hier am Ende waren, nicht gescheit aufgeklärt werden, dann weiterzählen. Was natürlich auch recht cool ist, muss man sagen. Und den werde ich auch let's playen. Danach kommt Crysis Warhead und danach kommt Crysis 2. Und wenn es dann irgendwann mal 2013 rauskommt, kommt dann Crysis 3. Und da bei mir gerade irgendwie jetzt hier alles rumspackt und ich nichts mehr hier anschauen kann, würde ich sagen, können wir es beenden. Das war Crysis, Ladies and Gentlemen. Bis zum nächsten Projekt, euer DMC Muffix. Ciao.